Keine Antwort. Die Eiswesen zeigen sich mir also nicht durch dieses Ding. Lieber nicht. Kann ich vielleicht den Erzgeist? Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein Element. Kann ich... Das wird niemals gehen. Nee, die Finsternis hat auch nichts zu suchen. Sie wirkt nur auf Menschen. Al-Ghul? Lieber nicht. Es wirkt also nichts auf dieses seltsame... Kann ich den Erzgeist eventuell seine Erzrune zeigen? Nee, seine Erzrune, ist die da? Die Rune scheint ihm zu gefallen. Kann ich den Erzgeist mal ihm zeigen? Besser, er erfährt nicht mehr über meine Pläne als nötig. Du weißt ja selbst nicht einmal, was du für Pläne hast. Besser, er erfährt... Okay, sagt dir das bei jedem jetzt. Es funktioniert also nicht. Was will ich mit einem Haufen glitzernder Steine? Gib sie doch dem Erzgeist. Das wird niemals gehen. Warum denn nicht? Mir fehlt die Vision. Besser nicht. Nein, ich kann sie... Okay. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kann ich ihn benutzen? Fragezeichen. Der Stab ist ja auch noch hier. Ich weiß auch nicht, wie wir den Stab abkriegen sollen. Er ist festgebunden. Ah, warte mal, kann ich vielleicht den Erzgeist den Stab befreien lassen? Nee, es geht nicht. Die Sphäre. Nee. Auch nicht. Mir fehlt die Vision. Die Kugel und die Finsternis lassen sich offenbar nicht vereinen. Okay. Mit der Kugel folgen mir die Elementargeister wie Motten dem Kerzenschein. Ach, Moment. Das ist eine Elementarkugel. Das heißt, alle Elementargeister müssten mir theoretisch folgen. Also wenn ich... Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Wenn ich dem Raum das Licht raube. Nein, das... Okay. Das macht sie gar nicht? Nein. Es ist mein Rubin, nicht seiner. Und der Abgrund. Ich spüre es. Der Geist will freikommen und hier spielen. Aber wo genau soll ich ihn hinschicken? Dahin. Ich habe also zwei Geister vereint. Also fehlen noch ein paar Geister, kann ich vielleicht... Wenn ich dem Raum... Nein. Nee. Ich habe hier noch einen Humusgeist. Mag der Humus... Yalla, komm heraus. Wow, der ist groß. Ich hoffe, die Pflanzen verdorren jetzt nicht, weil ich einen Humusgeist da rausgeholt habe. Ein Humusgeist. Ich weiß nicht, was wir da tun. Ich hoffe, wir machen keinen Fehler. Ich brauche einen Feuergeist. Dieser wird sich höchstwahrscheinlich... im Herz befinden.
Logischerweise. Ich sehe keinen Zusammenhang. Dann befindet er sich halt nicht im Herd. Okay. Wir brauchen einen Feuergeist, einen Luftgeist haben wir schon, einen Eisgeist brauchen wir noch. Einen Wassergeist brauchen wir auch noch. Und ich sehe den Geist ja schon, die Frage ist, ob er mitkommt. Geister des Wassers, erhebt euch! Sehr schön. Sie, Buntglasfenster. Ich frage mich, warum der Eisgeist da nicht mitkommen will. Wesen des Eises, zeigt euch. Jetzt kommt er mit, okay? Keine Antwort. Ah, nee, er kommt doch nicht mit. Es geht nicht. Die Wirkung der Kugel lässt sich offenbar nicht umkehren. Okay. Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein Element. Wieso will der Eisgeist nicht mitkommen? Kannst du mir das sagen? Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Ich habe den Zeitgen gesprochen. Wirklich? Erzählt! Nemoremnon also, ein seltsames Geschöpf. Sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über ihn in Erfahrung bringt. Was schreibt Benjalif nochmal über den Garten? Es heißt, und dass er brabbelt davon und auf noch mehr Du- Okay. Wer ist Sat? Nein. Das haben wir ja schon geklärt. Wer ist Sat? Zurück. Das soll mir... Was wisst ihr... Nicht. Man hat mehr... Okay, gut, das war's. Bis später. Haltet mit. Ich dachte, er weiß es mit den Eisgeist eventuell, aber... Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. In diesem Falle bis in... Warte mal, ist denn der Geist vielleicht hier drin? Komm heraus, wer auch immer du bist. Aha. Der Eisgeist, der ist gar nicht in der Statue gewesen, sondern im Regal. Das erklärt natürlich einiges. Zur Drachenhalle, zur Haupthalle. Zur Drachenhalle. Sie. Observatorium. Map, 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 aufs Dach. In den Abgrund hier, in den Abgrund hinunter. Dann lassen wir mal noch zwei Geister frei, und zwar den Wassergeist. Den Eisgeist. An der Stelle spielt bereits ein Elementargeist. Ich will Kasim nicht so nah. Ich fliege er. Hä? Okay, es sind nur noch zwei Geister, und zwar Feuer und uns fehlt nur ein Geist. Der Feuergeist fehlt uns. Das heißt, der Erzgeist kommt gar nicht in die Mitte wahrscheinlich. Wir müssen die wahrscheinlich noch richtig anordnen dann. Aber wo bekomme ich jetzt einen Feuergeist her? Man möge es mir erzählen.
Moment, hier bin ich ja. Hier, das ist ja Schwachsinn. Nicht, ich will da nicht rein. Nein. Gästezimmer. Hier ist nichts, was irgendwie... Also die Kerze wäre hier, aber die ist ja nicht... Bibliothek, Untergrundsafe, Drachenhalle, Erzlabor, Gästezimmer. Wasserlauf, Gästezimmer. Meiner Meinung nach ist der Feuergeist hier. Ich kann die Hitze. Ach, Moment. Das führt doch zu... Muss ich vielleicht irgendwas anbrennen oder so? Nein. Oder muss der Stab mir dabei helfen? Vergiss es. Finsternis vielleicht. Vielleicht holt das den Feuergeist da raus. Das führt doch zu nichts. Auch nicht, okay. Ich darf jetzt nicht den... Irgendwie muss doch ein Feuergeist entstehen. Die Kugel und die Finsternis. Das mache ich erst wie... Ich bin der Meinung, du brauchst es. Ich darf mein Ziel nicht... Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Wie sorge ich dafür, dass ein Feuer entsteht? Er ist heiß. Ich kann die Hitze über ihm aufsteigen sehen. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich sehe momentan auch noch keinen Zusammenhang. Sie wirkt nur auf Menschen. Das wird niemals... Ah, wie sorge ich dafür, dass ein Feuer entsteht? Wollen wir mal alles durchhitzen? Nein. Das führt doch zu... Selbst wenn es irgendwie nützlich wäre, könnte ich es nicht tragen. Ein rundes Stück Fels. Sorge ich für ein Feuer? Nein. Den Kelch habe ich wahrscheinlich nur, um mit ihm mit seinem Gedanken spielen zu können. Es fühlt sich an wie eine Lampe, doch strahlt sie Finsternis aus statt Licht. Ach, kann ich eventuell die Lampe auf das magische... Bleibt mir mit diesen Spielzeugen vom Leib. Wenn ich wollte, könnte ich diese Dunkelheit ohne weiteres durchbrechen. Du bist ein Stein. Durfte ich mal erfahren, wie der Stein gerade geredet hat? Ich verwandle ihn erst zu... Ich sehe da oben ein Feuer, aber ich komme nicht ran. Von hier aus sieht man es nicht. Das bringt mich nicht weiter. Das führt doch zu... Wo kann ich diese Lampe einsetzen? Das ist irgendwie... Hä? Ich bin verwirrt. Meinen Geist haben wir jetzt rausgeholt hier. Haben wir dieses Buntglasfenster. Was machen wir mit diesem Buntglasfenster? Das bringt mich nicht. Okay. Das bringt mich nicht. Die Aussparung hat die Form einer der Siegelhände, aber sie ist noch... Die Aussparung... Okay. Das bringt mich... Das bringt mich... Das bringt mich nicht. Ich finde es klasse, dass ich diesen Satz immer wieder höre. Das bringt mich... Okay, ja, es bringt sich weiter. Das bringt mich... Und das bringt mich auch nicht weiter. Klasse. Du bist echt eine Hilfe gerade. Mehr habe ich hier drin aber gar nichts zu tun.
Dann gucke ich mir das Monument da nochmal an, mal gucken, was da irgendwie... Ich komme da aber nicht rein in dieses Monument. Vielleicht muss ich da dann rein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hallo! Ein weiteres Drachenbauwerk? Diese Hallen kennen kein Ende. Okay. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Wie bekomme ich dieses... Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Es kommt nur wenig Licht hindurch. Es kommt nur wenig Licht hindurch. Ich müsste also theoretisch dafür sorgen, dass das Ding hier runter scheint. Das bringt mich nicht weiter. Mir fehlt die Vision. Muss ich dafür sorgen, dass hier kein Licht mehr ist? Oder hä? Ich raff das nicht. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Kann ich eventuell die Maske benutzen? Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Hier denkst du, ey, sie macht endlich was. Und dann im nächsten Moment, sie macht es doch nicht. Okay, gut. Lieber nicht. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Es geht nicht, die Wirkung... Ich sehe keinen Zusammenhang. Naja, besser nicht. Wirkung. Nein. Ich sehe keinen Ein unterirdischer See. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Okay, kann ich da eventuell... Mir fehlt die Vision. Der Kelch ist wirklich nur dazu da gewesen anscheinend. Der Geist gehört nun mir. Ich werde ihn erst zurückschicken, wenn er meinem Zweck dienlich war. Was auch immer das sein soll.